Ich liebe das Leben. Ein herzliches Hallo. Mario Kinzig bei mir. Hallo, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Guten Morgen. Eigentlich müsste es doch heißen, ich liebe das Lesen und nicht das Leben. Ja, das stimmt. Ich liebe das Lesen auch, ja. Aber ich habe vor ein paar Tagen mal wieder von Vicky Leandros genau dieses Lied gehört und ich dachte irgendwie, das passt so derartig gut zu mir. Das ist einfach, das bin ich auch. Können Sie das mal kurz anstimmen? Du weißt, ich liebe das Leben. So. Und jetzt haben wir schon mal so einen kleinen Hinweis gegeben und da liegt auch Ihr Buch. Mhm. Das möchten wir natürlich, dürfen Sie in die Kamera halten. Aha, Sie sind nämlich Schriftstellerin. Ja, ganz genau. Marie und ihre Abenteuer, das ist das erste Buch. Das erste Buch, genau. Was Sie geschrieben haben. So ist es. Warum so spät? Das ist eine gute Frage. Danke, das ist mein Job. Ich hab im Grunde genommen tatsächlich schon ganz lange Lust gehabt, was mit Schreiben zu machen. Also schon als Kind habe ich gern geschrieben und ich habe so ein bisschen auch natürlich typischerweise wie alle, die dann später auch wirklich schreiben, in der Schülerzeitung mitgemacht und all diese Dinge. Ich habe sogar mal kurzfristig im Journalismus gearbeitet. Mhm. Und dann irgendwie habe ich gemerkt, naja, ich hätte jetzt doch Lust auf Wirtschaft. Ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen Karriere machen, sowas in dem Stil. Und dann habe ich mich 25 Jahre dann eben als Projektleiterin betätigt. Aber die ganze Zeit eigentlich immer wieder weiter ans Schreiben gedacht. Hat es geschlummert? Ja, es hat geschlummert. Es war eigentlich immer ein Traum. Wer hat es denn wachgeküsst und warum? Es hat gar nicht jemand wachgeküsst, sondern es ist in mir nochmal so plötzlich wieder da gewesen. Aber gab es kein Schlüsselerlebnis? Ich habe immer mal wieder Schreibseminare gemacht, weil ich es einfach nicht loslassen konnte. Ich war einfach immer so in dem, irgendwie müsste ich das nebenher hinkriegen. Aber ich habe einen Job mit vielen Reisen gehabt, mit nicht unbedingt einer 40-Stunden-Woche. Das hat man vergessen können. Mhm. Und von daher war es irgendwie so ein bisschen immer ein Traum. Und irgendwann merkte ich plötzlich, ich glaube, das war so 2015, nee, jetzt ist Schluss damit. Das heißt, dann haben Sie auch von jetzt auf gleich Ihren Job gekündigt? Ich habe vielleicht nur ungefähr 3 Monate hin und her überlegt. Aber dann habe ich tatsächlich meinen Job gekündigt. Und habe dann gesagt, jetzt werde ich einfach hauptberufliche Autorin und nehme mir wirklich auch die Zeit. Wie alt sind Sie? Ich bin 54. Das heißt, ich finde das ein tolles Beispiel, dass es auch mit 54 nicht zu spät ist, sein Leben noch mal komplett umzukrempeln. Absolut, ja? Absolut. Und ich habe es noch keine Minute bereut. Also ich bin so glücklich. Das ist ein Riesengeschenk. Das Buch, was Sie mitgebracht haben, was wir eben schon mal in die Kamera gezeigt haben, hat eine wahnsinnige Besonderheit. Um was es in dem Buch geht und was das wirklich Besondere ist, darüber reden wir gleich. Vorher schalten wir erst in meinen ersten Beitrag und sind gleich wieder da und ich hoffe, Sie auch. Das Straku ist ein Straßenkunstfestival hier in Esslingen. Das Besondere ist, dass es eines der größten Straßenkunstfestivals der Region ist. Und so haben wir auch Gäste aus der Region hier zu Gast am 12. Mai. So ein Festival ist eine Alleinstellung, ein Alleinstellungsmerkmal für Esslingen. In Esslingen kennen wir den Mittelaltermarkt, der ist bekannt, da kommen die Gäste. Wir kennen das Zwiebelfest, das sind alles zünftige, traditionelle Feste. Das Straßenkunstfestival ist hier jetzt was ganz Neues. Das bricht diese engen Altstadtgassen auf und bringt da neues Leben rein, bringt buntes Leben und Vielfalt in diese Altstadtgassen. Deswegen braucht Esslingen so ein Festival. Das Straku ist einerseits für junge Menschen gedacht, die was Neues sehen wollen, die neue Kunst sehen wollen. Straßenkunst ist auch nicht in aller Munde, sieht man nicht jeden Tag. Es ist aber auch, und das ist uns wichtig, in diesem Jahr ein Familienfestival geworden. Wir haben eine Kinderbetreuung, das heißt, Familien sind herzlich willkommen und können dann auch, ist für alle was dabei hier, für die Kinder, die bespaßt werden, die basteln können und die Erwachsenen, die sich die Darbietungen von Sprechkunst über Artistik zu Gemüte führen können. Asterix und Obelix und die Musik kommt wieder. Der Spruch von meiner Oma, dass man immer erst probieren soll,
bevor man sagt, man tät etwas nicht mögen, der trifft nicht nur fürs Essen zu. Und auch nicht bloß für Kinder. Ich heiße Marie und ich bin in der ersten Klasse. Ich habe ein super Leben, denn ich habe nicht bloß meine Eltern um mich herum, sondern auch meine Großeltern. Wir wohnen nämlich bei meinen Großeltern in Eslingen. Das ist super. Und von meiner Oma kriege ich ganz viele Bücher geschenkt, die alle ganz schnell verschlingen. Ich lese saumäßig gern. Ich habe es gar nicht erwarten können, lesen zu lernen. Ich liebe Geschichtler und ganz besonders Abenteuergeschichtler. Ein Kinderbuch auf Schwäbisch. Wieso? Ich habe da die erste Geschichte mal versucht, in Hochdeutsch zu schreiben. Es ist nicht gegangen. Ja, das wäre nichts gewesen. Weil der Witz, den diese Figur verkörpert, den kann man bloß auf Schwäbisch rüberbringen. Jetzt stelle ich mir Eltern vor, die denken, Mensch, das ist ja auf der einen Seite eine total nette Idee, auf der anderen Seite, mein Kind soll doch aber Hochdeutsch vorgelesen bekommen und nicht ins Schwäbische abrutschen. Oder glauben Sie, da gibt es die und die Fraktion? Ich glaube schon. Also ich habe mittlerweile auch mitgekriegt, dass es durchaus wieder Trends gibt, sogar an Schulen Schwäbisch zu unterrichten. Also ich würde sagen, die Mundart darf eigentlich gar nicht aussterben. Und ich glaube auch, dass es jede Menge Eltern gibt, die Lust haben, mit ihren Kindern auch weiter Schwäbisch zu sprechen. Wir lernen Sie gleich noch ein bisschen privat kennen. Wir schalten jetzt kurz in die Werbung und sind gleich wieder da. Marie und ihre Abenteuer. Um dieses Buch geht es heute, geschrieben von Marion Kinzig. Das Buch ist auf Schwäbisch. Jetzt haben wir schon ganz viel gehört, wie dieses Buch entstanden ist, dass sie vorher einen ganz anderen Job hatten. Und privat sind sie mit einer Frau verheiratet. Ja, so ist es. Wie haben Sie sie denn kennengelernt? Jetzt halten Sie sich fest, auf einem Schreibseminar. Nicht Ihr Ernst. Doch, das ist tatsächlich wahr. Das hat uns natürlich noch mehr miteinander verbunden. Und meine Frau hat auch viel an meinem Buch mitgearbeitet. Sie hat es lektoriert. Sie ist über die Rechtschreibung drüber gegangen. Sie hat da ein großes Faible dafür, obwohl das nicht ihr Beruf ist. Jetzt sind Sie in einer lesbischen Beziehung, haben keine Kinder, nehme ich an. Nein. Auch keine Adoptierten. Nein. Und schreiben trotzdem ein Kinderbuch. Ist das so ein bisschen dann die Sehnsucht damit erfüllt, wenn man selbst keine Kinder hat, oder hat das damit überhaupt nichts zu tun? Nee, das hat damit nichts zu tun. Also diese Sehnsucht, wenn sie denn da gewesen wäre, dann hätte ich sie wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch schon erfüllt. Nein, es hat eher was damit zu tun, glaube ich, dass man irgendwann mal auch zu dem Punkt kommt, sich wieder an die Kindheit zurückerinnert. Wie war das bei Ihnen? Hatten Sie eine schöne Kindheit und auch so eine Abenteuerkindheit wie Marie? Ja, ich hatte eine schöne Kindheit. Und zwar einfach auch deswegen, weil meine Eltern mir sehr viel Freiheiten gelassen haben. Ja. Also meine Eltern hatten nicht den Hintergrund, jetzt zu sagen, heute gehst du in den Verein und morgen dorthin und das. Also wenn ich das nicht wollte oder ja, es nicht von selber anmeldete, dann gab es so etwas nicht. Also das hat mir sehr gut getan. Ja, man merkt das. Also da ist nichts falsch gelaufen. Und Sie können sich ja auch die Freiheit nehmen und mal dieses Buch vielleicht sich kaufen, wenn Sie Lust haben. Wir schalten noch mal ganz kurz weg in meinen nächsten Beitrag und sind dann gleich schon am Ende unserer Sendung mit unseren Veranstaltungstipps. Bleiben Sie dran, bis gleich. Das sind meine Gewinner, gell, die bei Ihnen mitfallen. Passen Sie gut auf die auf, ne? Ich bemühe mich von Herzen und werde sie alle gesund wiederbringen. Na, ja, doch so ein bisschen nervös, auf jeden Fall. Knapp über 200. Ach, du liebes Lieschen. Rückblick. Vor circa 3 Wochen haben wir hier im Magazin PULS über die AMG-Sonderausstellung im Mercedes-Benz-Museum berichtet. Der Kurator Benedikt Weiler hat uns viel erzählt und dann ist er auf einmal mit einer Überraschung um die Ecke gekommen. Wir haben eine Mitfahraktion organisiert, wo eben mehrere AMG-Fahrzeuge hier sein werden, wo man dann mitfahren darf, leider nicht selber fahren. Das ist versicherungsrechtlich sehr problematisch. Aber als Highlight mit Instruktoren, die eben auch Rennfahrer schulen auf den Fahrzeugen, gehen wir rüber auf die Einfahrbahn vom Werk Untertürkheim und dann darf man da die eine oder andere Runde einmal mitfahren. Ja, und heute ist dann Tag X. Mit dem Ende der AMG-Sonderausstellung findet diese Wahnsinnsaktion statt, quasi als gebührender Abschluss. Und neben den Fahrten sind heute vor dem Museum tolle Fahrzeuge ausgestellt und im Museum gibt es Sonderführungen zu 50 Jahre AMG. Ja, und während sich meine Gewinner noch auf der Einfahrbahn befinden, möchte ich natürlich wissen, wie ist denn so das Fahrgefühl in einem AMG? Hammergut.
Es kommt darauf an, welches Auto man fährt. Man kann zwischen spritzig und natürlich dieses schwere Grollen sich entscheiden. Also wir haben verschiedenste Varianten an Motorisierung. Deswegen, das allgemeine Fahrgefühl von AMG kann ich so beschreiben, ist halt einfach sensationell emotional. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich einsteigen darf. Und dann sind Isabella und Fabi wieder da. Und? Boah, genial, war der Wahnsinn. Also Kompliment an den Fahrer und auch natürlich ans Auto, das war echt der Wahnsinn. Ich habe euch ab und zu mal gesehen, wie ihr geslidet seid und im Wasser und? Ja, sehr gut, ja? Sehr schön. Vielen Dank. Wie waren die beiden? Waren sie tapfer? Sehr interessierte Fahrgäste, wunderbar. Ja. Hat richtig Spaß gemacht und war mir eine ganz große Freude. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die AMG-Sonderausstellung ist leider vorbei, aber das Mercedes-Benz-Museum steht schon in den Startlöchern mit der nächsten Sonderausstellung. Die startet im September. Und ich darf Ihnen schon mal verraten, es geht um Fußball. 125 Jahre VfB. Und was da alles Tolles auf Sie wartet, das erfahren Sie natürlich hier im Magazin Puls. So, und jetzt sind wir schon beim letzten Teil. Marion Kinzig, heute unsere Kinderbuchautorin. Und wir enden immer mit zwei Veranstaltungstipps. Mhm. Darf ich anfangen? Wir sind gespannt. Ja. Also, ich möchte eine Lesung einer Autorenkollegin hier vorstellen. Und zwar liest die Ute Bareis am 25.05. in der Stadthaltbücherei in Stuttgart-Neugereuth aus ihrem neuen Thriller, der heißt Blauer Tod. Das geht um 19 Uhr los. Okay. Und ich kann das wirklich nur empfehlen, super spannend. Okay, super. Und weil wir viel über Kinder heute geredet haben, weil sie ein Kinderbuch geschrieben haben, möchte ich gerne das Staufer-Spektakel in Göppingen empfehlen. Da wird den Kindern das Mittelalter näher gebracht. Da gibt es Ritterspiele und vieles, vieles mehr. Geht am Freitag los ab 14 Uhr bis 23 Uhr. Frau Kinzig, ganz, ganz viel Erfolg mit dem Buch. Dankeschön. Das müssen wir noch ganz kurz erwähnen. Das zweite ist schon in Arbeit? Ja, das zweite ist schon in Arbeit. Ich bin dabei, einen psychologischen Roman zu schreiben. Ganz was Der ist dann für Erwachsene und auch in Hochdeutsch. Aber es gibt bestimmt wieder mal irgendwas Schwäbisches. Ja. Super. Dann sagen wir Adele. Und Tschüssle. Und bis zum nächsten Mal.